Das Recht ist die Waffe der Schwachen, sagte Gustav Heinemann. Doch heute werden die Schwachen oft vergessen, sie werden nicht mitbedacht, vielleicht werden sie sogar absichtlich aus dem Diskurs ausgeschlossen. Gerechtigkeit und Solidarität müssen in der Politik wieder erkennbar sein. Diese Werte dürfen nicht nur als Überschriften für inhaltsleere Floskeln benutzt werden. Rassismus wirkt auf vielen Ebenen. In vielen Gesetzen sind rassistische Elemente erkennbar. Polizeiliche Maßnahmen, wie zum Beispiel das Racial Profiling, machen staatlichen Rassismus praktisch erfahrbar. Auch die heutige Asylpolitik der EU, die von der Bundesregierung maßgeblich auch definiert wird, trägt leider zur Abschottung Europas bei. Sie trägt zur Ungerechtigkeit bei und zum Tod vieler Menschen. Um Ungerechtigkeit zu bekämpfen, müssen wir alle handeln. Das heißt zum Beispiel Projekttage gegen Rassismus in Schulen machen, aber auch in der Politik muss aktiv gegen rassistische Gesetze vorgegangen werden. Konkret fordere ich, dass der aktuelle Gesetzesentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbedingungen unbedingt überarbeitet wird. Die Kritik und Vorschläge von betroffenen Gruppen müssen respektiert werden. Damit Sie sich daran erinnern, liebe SPD, habe ich Ihnen noch so ein zweites T-Shirt gedruckt, Refugee Welcomes, das ist allerdings in Größe S. Einfach nur als Zeichen, weil Gerechtigkeit und Solidarität ja oft regelmäßig zu kurz kommen.